herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Anleger-Podcasts des Effektenspiegel-Magazins. Corona-bedingt verschoben viele Unternehmen in diesem Jahr ihren Gang an die Börse. Und dennoch trauten sich mittlerweile, so in der zweiten Jahreshälfte, einige ein IPO zu. Mit mehr oder weniger Erfolg, muss man dabei sagen. Und das ein oder andere Unternehmen wählte für seinen Gang aufs Parkett auch nicht zwingend eine deutsche Börse. Und über eine Einschätzung der aktuellen Lage spreche ich heute mit Herrn Langhorst von der GSC Research, einem unabhängigen Analysehaus mit dem Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen. Hallo, Herr Langhorst. Hallo, Frau Krüger. Herr Langhorst, warum sind die bisherigen IPOs wie von Siemens Energy oder Knaus Tabbert relativ schwach vonstatten gegangen, also wohingegen in den USA im Grunde ein Rekord den anderen jagt? Ja, es wird, denke ich, zwei Gründe haben. Zum einen muss man natürlich bei IPO-Kandidaten immer schauen, aus welcher Branche stammen die Unternehmen. Und Sie haben es jetzt ja angesprochen, jetzt hatten wir in Deutschland Siemens Energy und Knaus Tabbert, das ist sozusagen Energie und ja, Knaus Tabbert ist das sozusagen Freizeit, Wohnwagen, Wohnmobile. Ist natürlich durchaus möglicherweise ein spannendes Thema, ist aber natürlich nichts, was Sie ja überwiegend in den USA haben, wir ja viele Börsengänge auch so aus dem Bereich Tech oder auch sozusagen alles, was so mit Corona-nahen Themen wie Impfstoffentwicklung oder so zu tun hat, gesehen. Und da ist natürlich jetzt sozusagen die Fantasie der Investoren natürlich jetzt bei so eher klassischen Geschäftsmodellen wie einem Energiegeschäft von Siemens oder einem Knaus Tabbert möglicherweise nicht so hoch. Und das zweite Thema, was natürlich bei einem IPO auch immer mit reinspielt, ist immer die Frage, wie ist sozusagen das Pricing des Assets gewählt, weil es wird ja bei einem Börsengang wird ja eben ein Emissionspreis festgelegt, aus dem ergibt sich ja quasi eine Bewertung und dann haben Sie ja immer das Phänomen, als Investor schauen Sie sich das ja an, ist ja jetzt egal, ob Sie Fondsmanager sind oder ob Sie das jetzt für Ihr privates Depot machen, Sie gucken sich ja an, okay, ist das Unternehmen spannend, wie sind die Perspektiven und als drittes gucken Sie sich natürlich auch immer an, ist ja nicht anders, wenn man einkaufen geht, passt das Preisschild sozusagen, was draufsteht, dann auch zu dem, was drin ist oder was sozusagen an Perspektive drin ist. Und da, denke ich, hat jetzt hier die beiden IPO-Kandidaten am deutschen Markt sicherlich so ein bisschen das Thema gehabt, dass da möglicherweise die Fantasie nach hinten raus auch nicht so in den Himmel wächst. Und wir müssen ja eben auch durchaus noch im Hinterkopf behalten, wenn man sich jetzt so die allgemeine Börsenbewertung anguckt. Wir sind jetzt irgendwo so bei roundabout 13.000 Zählern im DAX. Das heißt, wir sind ja trotz Corona im Frühjahr sind wir ja doch wieder relativ in der Nähe der Rekordstände, die wir vor Corona hatten. Und das ist, sage ich mal, auf der anderen Seite auch immer so ein Zeichen dafür. In solchen Zeiten gibt es immer tendenziell eh mehr Börsengänge, weil die Bewertungen eben sehr hoch sind und ordentlich sind, wenn sie was Neues an die Börse bringen. Es beinhaltet aber auch immer das Problem, dass eben dann meistens die Bäume von diesen neuen Sachen nicht zwingend in den Himmel wachsen. Und jetzt vielleicht noch dazu, um das Thema abzuschließen. Da hatten wir ja vor ein, zwei Jahren mal die Diskussion, als es noch zum Siemens-Konzern gehörte, dass man das eher weghaben wollte, weil man irgendwie in dem Geschäft nicht mehr so die Riesenzukunft sah. Deshalb hat man sich halt für diese Abspaltung entschlossen, dass sie quasi als Siemens-Aktionär dann die Stücke von dieser Siemens Energy automatisch eingebucht bekommen haben, so als Spin-off. So Spin-offs laufen auch nicht zwingend schlecht. Wir hatten ja bei Siemens schon mal so einen Fall Osram. Das war ja im Rückblicken betrachtet für den Investor, der die dann aus seiner Siemens bekommen hat, ja durchaus ein attraktives Thema gewesen auf lange Sicht. Aber es zeigt natürlich auch, wenn jetzt sozusagen der Abgeber sagt, ich finde das jetzt nicht so spannend, ist natürlich klar, dass dann Investoren sagen, okay, wenn das einer loswerden will, ist ja jetzt auch immer die Frage, warum, da muss man dann ja auch nicht zu jedem Preis zugreifen. Und ich denke, das ist dann noch der letzte Grund, der dann bei Siemens Energy auch noch dazu führt, dass da die Bäume eben nicht in den Himmel wachsen, was die Kurse betrifft. Jetzt haben Sie gerade schon angesprochen, dass gerade in den USA viele, ja, ich sage jetzt mal Corona-Unternehmen oder von Corona profitierende Unternehmen an die Börse strebten. Jetzt gab es ja in Deutschland auch das ein oder andere, was sich mit dem Thema so ein bisschen befasst hat. Warum gehen die lieber an der Wall Street an die Börse als hier in Deutschland? Ja, es ist, glaube ich, ein Teil ist das Thema, sag ich mal, Akzeptanz oder Verständnis von Investoren. Sie tun sich mit Börsengängen in Deutschland, insbesondere auch so im Bereich Biotech oder so neuere Geschäftsmodelle, tut sich der deutsche Markt erkennbar schwer. Das war auch in den vergangenen Jahren so. Und da haben sie sozusagen jetzt auch nicht so die
die klassischen Investoren, die jetzt, sage ich mal, zum Beispiel auf Biotech oder auf so Pharmafirmen oder auf so Sachen hier wie so Impfstoffentwicklungen fokussiert sind, da haben sie halt eben, weil halt eben die Börse oder der Kapitalmarkt in den USA natürlich um einiges größer ist als in Deutschland, haben sie da spezialisiertere Investoren und haben es natürlich als Unternehmen da auch einfacher, dann A, die Investoren zu finden, die es verstehen und vielleicht auch dann bereit sind, weil sie es verstehen, vielleicht auch einen etwas höheren Preis zu akzeptieren, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Unternehmen, die vielleicht dann da auch in den USA an der Börse schon sind, aus dem gleichen Segment, als sie das eben in Deutschland haben. Und das ist, sag ich mal, wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, warum jetzt gerade diese, sag ich mal, spannenden Themen vielleicht in der Tendenz eher in den USA an die Börse gehen, selbst wenn sie aus Deutschland kommen. Aber es ist ja eben nicht nur mit deutschen Unternehmen, man hat es ja bei anderen Unternehmen aus dem Ausland, die zieht es ja gelegentlich auch tendenziell in den USA an die Börse. Auch wenn man sich so diese ganzen Internet-Themen anguckt, sieht man ja eigentlich auch immer, dass das gerne an der New Yorker Börse dann erledigt wird. Und was müsste Deutschland jetzt Ihrer Meinung nach tun, um für Börsenaspiranten auch wieder attraktiver zu werden vielleicht? Ja, das ist ein spannendes Thema. Da spielt natürlich die ganze Thematik rein, sag ich mal, Akzeptanz der Anlageform Aktie. Das ist natürlich auch schon mal so ein Grundsatzproblem. Das kennen wir ja alle, dass natürlich, sag ich mal, jetzt der Deutsche ja in der Tendenz jetzt nicht so zwingend als erstes den Gedanken hat, ich muss jetzt mal in Aktien investieren. Zuletzt hat sich's wieder verbessert. Aber wenn Sie sich halt eben angucken, dass man einen Bundesfinanzminister hat, der ja dann im Endeffekt auch irgendwie so für diese ganze Aufsicht zuständig ist, der dann von den Segnungen der Sparbuchanlage bei Niedrigzinsen oder Nullzinsen oder Strafzinsen immer noch so philosophiert, dann braucht man sich natürlich nicht zu wundern. Also wie gesagt, die Akzeptanz des Themas Aktie insgesamt ist ein Thema. Und das zweite Thema ist sicherlich, dass der deutsche Markt halt auch teilweise nicht unbedingt zwingend groß genug ist, um dann insbesondere größere Börsengänge dann vielleicht auch problemlos aufzunehmen. Das ist ein Thema. Und das dritte Thema ist, was ich immer so höre aus dem Markt, wobei man muss dann natürlich auch mal vorsichtig sein bei dem, was man hört, aber oft ist es wohl so, hört man schon Unternehmen, die dann quasi im Vorfeld so einer Platzierung dann auf die berühmte Roadshow gehen und dann mit den potenziellen Interessenten und Investoren sich unterhalten, hört man doch oft, dass, sagen wir mal, gerade bei den deutschen institutionellen Investoren meistens doch so sehr zurückhaltende Preisvorstellungen bestehen. Und es ist natürlich klar, wenn Sie jetzt an die Börse wollen und Sie kommen jetzt mit einer Preisspanne, dann wollen Sie natürlich als Unternehmen ja vielleicht auch lieber versuchen, etwas mehr reinzukriegen, also eher am oberen Ende der Preisspanne unterwegs zu sein. Und da hörte man auch in der Vergangenheit öfter, dass also sozusagen am unteren Ende dieser Preisspannen ging dann in Deutschland immer problemlos was. Aber sobald es dann sich eher zum oberen Ende bewegte, wurde es schwierig, die Investoren zu finden. Und das ist eben Thema. Zusammenfassend muss man dann wahrscheinlich doch sagen, bei aller Kritik, die man ja durchaus auch manchmal am US-Kapitalmarkt haben kann, sind wir da an dem einen oder anderen Punkt doch so ein bisschen in der Evolution und auch in den vorhandenen Volumen, die angelegt werden können, halt hinterher. Und das führt natürlich dazu, dass dann für einige es eben attraktiver ist, sozusagen ins Ausland zu gehen. Wenngleich, das wäre immer das Thema, was ich sagen würde, man muss natürlich immer daran denken, wenn man in den USA an die Börse geht, und das haben wir ja vor 15, 20 Jahren auch mal bei großen deutschen Unternehmen gesehen, die dann so ein doppeltes Listing hatten. Sie unterliegen natürlich da auch immer der US-Börsenaufsicht, der SEC. Und das ist natürlich, wenn Sie dann, sage ich mal, irgendwann mal Probleme bekommen, ist das, sage ich mal, weitaus problematischer, als wenn Sie es jetzt in Anführungszeichen nur mit der BaFin zu tun haben. Weil da sind manchmal ja exorbitante Bußgelder, die da sehr schnell verhängt werden. Also insofern muss da ein Emittent auch immer ein bisschen drauf achten, sozusagen, es ist zwar durchaus einiges besser in den USA, aber so, der Sanktionsmechanismus funktioniert da aus Investorensicht auch besser, ist aber dann sozusagen sehr schmerzhaft. Und jetzt gaben sich ja gerade in den USA die Unternehmen bei ihren Börsengängen die Klinke in die Hand und viele auch mittels des sogenannten SPAC, also in einer Mantelgesellschaft. Was bedeutet also dieser Weg? Da muss man vielleicht mal kurz ausholen, wie so ein Börsengang im Prinzip funktioniert. Normal ist es ja so, wir beide haben jetzt irgendeine Firma, die jetzt irgendwas Tolles herstellt, ist eine AG, dann suchen wir uns eine Emissionsbank, dann wird ein Verkaufsprospekt, müssen sie machen, ist jetzt egal, ob es jetzt in Deutschland, in den USA gibt es halt auch was, das ist ein Riesenaufwand. Sie brauchen tendenziell möglicherweise irgendwelche testierten Dinge noch von Wirtschaftsprüfern, sie
müssen jetzt bewerten lassen, was das Ding wert ist. Dann müssen sie am Markt mal testen, was sind so Investoren so indikativ überhaupt bereit für dieses Geschäftsmodell zu zahlen. Dann muss man da unter Umständen mit den Preisvorstellungen noch mal ein bisschen das Ganze machen. Um es zu vereinfachen, wenn Sie so einen klassischen Börsengang machen, wo Sie zum Beispiel Aktien aus einer Kapitalerhöhung dann an die Börse bringen mit so einer Preisspanne, Zeichnungsgeschichte oder sowas, müssen Sie damit rechnen. Da brauchen Sie wahrscheinlich so ein halbes Jahr brauchen Sie wahrscheinlich für ein etwas komplexeres Geschäftsmodell. So, das ist natürlich unter Umständen, wenn wir uns jetzt mal nochmal dieses Jahr vor Augen führen, jetzt mal angenommen, wir haben uns jetzt im Januar überlegt, wir gehen jetzt dieses Jahr an die Börse und wir hätten das auf dem klassischen Weg gemacht, dann wären wir ja irgendwann möglicherweise so gerade noch in die letzten Auswirkungen von Corona reingeraten mit unserem Thema und hätten das ja schieben müssen. So, jetzt gibt es halt eben dieses Modell mit dem SPAC oder mit der Mantelgesellschaft. Das muss man sich eigentlich so vorstellen, das ist ein Unternehmen, was an der Börse notiert ist, und ich sage das jetzt mal so salopp, das ist so ein bisschen wie so ein börsennotiertes Festgeldkonto. Da ist also in dem Unternehmen ist im Endeffekt eigentlich außer einer bestimmten Menge an Bargeld im Regelfall nichts drin. Und das liegt da sozusagen rum. Und dann kann man eben hingehen und sagen, okay, ich nutze jetzt so ein bereits an der Börse notiertes Vehikel im Rahmen so eines Reverse IPOs, nennt man das dann. Und dieses Vehikel geht dann hin und kauft zum Beispiel jetzt dieses Geschäft von uns beiden auf und sagt, okay, ich kaufe jetzt der Frau Krüger und dem Langhorst da die Geschäftsanteile ab. Auf die Weise geht das Unternehmen an die Börse. Und in dem Fall werden dann im Regelfall erstmal keine neuen Aktien ausgegeben. Sie haben aber nicht das Problem, dass Sie da jetzt einen großen Verkaufsprospekt und dieses ganze Prozedere machen müssen, sondern da muss ja im Endeffekt nur das Management dieser Vorratsgesellschaft muss ja im Endeffekt sagen, okay, mit dem Preis, den die beiden da haben wollen, sind wir einverstanden oder eben nicht einverstanden. Auf die Weise ist das Unternehmen dann, sage ich mal, ja nach Vollzug der Kaufverträge, was ja im Regelfall tendenziell, wenn jetzt die Struktur einfach ist, recht schnell geht, ist das Unternehmen an der Börse. Das heißt, wir haben dann unser Geschäft an die Börse gebracht. Wir haben dann entweder Geld bekommen oder, was man auch machen kann, diese Vorratsgesellschaft kann uns ja theoretisch dann auch in Aktien bezahlen. Dann haben wir quasi die Aktien von dieser Vorratsgesellschaft im Bestand, und auf die Weise ist so ein Unternehmen möglicherweise in, wenn es sagen wir mal schnell geht, kann das in 3, 4, 5 Wochen passiert sein. Und dann kann man ja eben überlegen, was macht man noch? Diese Variante mit dieser Vorratsgesellschaft, das kennen wir in Deutschland aber auch durchaus mit Börsenmänteln. Das macht man auch gerne mit Geschäftsmodellen, wo es jetzt mit der Bewertung schwierig ist. Also gerade wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf das Beispiel, was ich eben sagte, wenn Sie jetzt irgendwie sowas aus dem Technologiebereich haben, was sich vielleicht noch in einem sehr frühen Stadium oder so befindet, dann müssen Sie immer davon ausgehen, dann müssen Sie immer in so Verkaufsprospekten riesige Litaneien an Risikohinweisen reinschreiben, weil Sie ja im Endeffekt gar nicht wissen, ob das, was Sie sich da überlegt haben, denn auch wirklich so funktionieren wird am Ende. Das heißt, da sind Sie lange mit beschäftigt. Es wird wahrscheinlich keiner so wirklich Lust haben, das dann zu unterschreiben in den Prospekten, weil er sagt, wenn ich das jetzt unterschreibe und das geht dann doch nicht so, wie die sich das vorgestellt haben, dann bin ich hier noch persönlich in der Haftung oder mit meiner Beratungsgesellschaft. Vor dem Hintergrund wird sowas gerne gemacht bei so Themen, die entweder in einem frühen Stadium sind, oder es gibt auch so insgesamt Branchen, die manchmal jetzt auch sich nicht so zwingend eignen für so einen klassischen Börsengang. Früher war das so, das ist auch heute teilweise noch so, wenn Sie jetzt so Gewerbeimmobilien zum Beispiel haben, das ist auch so ein Thema, was immer so bewertungsmäßig ein bisschen schwierig ist, oder auch so manchmal auch so Biotech-Sachen, jetzt zumindest in Deutschland, in den USA funktioniert das ja besser, wie wir eben schon mal besprochen haben, und das ist eigentlich die Idee, die man hinter dieser Vorratsgesellschaft hat, eben sozusagen ein beschleunigtes, vereinfachtes Verfahren, um sozusagen eine Notierung an der Börse herzustellen. Und dann wird man eben überlegen, ob man dann möglicherweise, wenn dann quasi aus dem Mantel dann ein aktives Unternehmen geworden ist durch diese Einbringung, die jetzt relativ schnell wahrscheinlich machbar ist, dann überlegen die Unternehmen öfter dann nochmal in einem zweiten Schritt, ob dann sozusagen im Nachgang kommt dann möglicherweise nochmal eine Kapitalmaßnahme. Im Regelfall ist so eine Transaktion mit so einem SPAC, wie es immer so schön heißt, nicht zwingend mit einer Kapitalmaßnahme verbunden, was Sie ja sonst bei einem klassischen IPO haben Sie ja eigentlich immer, dass da Aktien gezeichnet werden können und dass da Investoren dann eben Geld reingeben. Und jeder Gang an die Börse, also der scheint ja doch einige Vorteile zu haben. Welche Nachteile hat so ein Börsengang?
Also Vorteil ist natürlich klar, Sie haben handelbare Assets im Bestand, Sie haben einen Zugang zu Eigenkapital. Ich denke, das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, auch bei den Vorteilen. Viele vergessen das ja immer. Natürlich wird an der Börse immer gehandelt und man kann auch mit dem Handel von Aktien Geld verdienen. Das ist ja auch alles richtig und gut so. Aber eigentlich ist ja die Börse irgendwann nochmal eingeführt worden, nicht nur um die Anteilsscheine handelbar zu machen, sondern eben um den Unternehmen auch die Möglichkeit zu geben, relativ einfach zusätzliches Geld aufzunehmen über Kapitalmaßnahmen. Nachteile sind natürlich auch da. Sie haben zum einen natürlich die ganzen Publizitäts- und Offenlegungspflichten, die man jetzt nicht hat. Wenn wir beide da jetzt irgendwie so eine GmbH haben, dann muss ich ja nicht alles Mögliche melden und da hat man auch mit den Geschäftsberichten unter Umständen mehr Zeit oder muss die nicht so aufwendig machen. Das sind Themen, Sie müssen auch, sag ich mal, Themen wie wenn jetzt irgendwie handelnde Personen da Directors, Dealings und so, das muss alles gemeldet werden, ist ein Thema. Und Sie stehen natürlich, das kann auf der einen Seite Vorteil sein, kann aber natürlich gerade, wenn es jetzt mal nicht so gut läuft, auch ein erheblicher Nachteil sein. Sie stehen natürlich als börsennotiertes Unternehmen auch ganz anders im Fokus auch der Öffentlichkeit, sei es jetzt nun des Kapitalmarkts nur oder je nachdem, was sie dann da möglicherweise haben. Wir haben es ja jetzt in diesem Jahr auch mit so Fällen wie Wirecard oder wenn man jetzt mal was sagt, wo möglicherweise ja nicht zwingend Betrug im Spiel ist oder gucken sich so eine Grenke oder sowas an. Wenn dann da mal irgendwas ist, dann kann das ja durchaus auch dazu führen, dass das Thema nicht nur in der Finanzseite ein Thema ist, sondern vielleicht auch in anderen Publikationen. Und das muss man natürlich immer als börsennotiertes Unternehmen auch im Blick behalten, dass sozusagen die Vorteile des einfachen Zugangs zu neuem Eigenkapital eben auch mit diesen Nachteilen verbunden sind. Und gerade jetzt dieser Gang mittels dieser Mantelgesellschaft, welche Nachteile liefert, also bietet der oder welche Nachteile können auftreten? Ja, also der Nachteil könnte sein, es gibt immer so Investoren, die sowas tendenziell aus welchen Gründen auch immer noch nicht so gerne sehen, weil das wird dann doch manchmal schon mal so als Börsengang zweiter Klasse gesehen, weil sie im Regelfall ja dann da die Geschäfte nur einbringen und eine Handelbarkeit herstellen. Oftmals ist es aber so, dass da nicht zwingend irgendwie eine Kapitalmaßnahme mit verbunden wird. Das ist so ein gewisses Thema. Ein zweiter Nachteil könnte vielleicht auch noch sein, meistens müssen sie die Gesellschaft dann ja umbenennen und dann geistert manchmal immer noch irgendwie so dieser alte Name sozusagen im Markt rum. Das sind dann auch irgendwie so Themen, die einen da ein bisschen belasten können. Ich persönlich würde jetzt aber sagen, ich sehe jetzt eigentlich nicht so die überwiegenden Nachteile bei diesem Modell. Das kann man aus meiner Sicht durchaus machen, bietet sich, glaube ich, auch insbesondere so erfahrungsgemäß vielleicht auch für kleinere Unternehmen beziehungsweise jetzt für Transaktionen an, die jetzt auch nicht so ein Riesenvolumen haben, weil ja doch, sag ich mal, die ganzen Kosten für die Berater und die begleitenden Dinge, die sie da so alle brauchen für einen klassischen Börsengang, die sind natürlich um einiges höher als jetzt bei so einem SPAC. Also insofern denke ich mal, die Vorteile überwiegen da aus meiner Sicht doch deutlich. Man muss sich halt eben nur damit auseinandersetzen, dass halt dieses Vorratsvehikel natürlich auch eine Geschichte vor der operativen Reaktivierung hatte. Und das kann dann immer schon mal zu Nachfragen und vielleicht leichten Irritationen führen, obwohl die vielleicht eigentlich unberechtigt sind. Dann danke ich Ihnen an dieser Stelle für den Überblick über Börsengänge. Gerne. Und von euch, liebe Hörer, verabschieden wir uns auch. Wir hoffen, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Und ihr könnt noch bis zum 24. Oktober für 1 Euro unseren Tagespass erhalten und im Internet auf unserer Homepage mal durchstöbern, wo wir euch über das Thema Börse und alles, was damit zusammenhängt, auf dem Laufenden halten. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal vorbeischaut und natürlich auch, wenn ihr unseren Kanal abonniert und uns eine positive Bewertung dalassen würdet. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid auch dann wieder dabei. Und bleibt gesund.